Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich für euch die Collector's Tin der aktuellen FIFA 365 Serie. Darin enthalten 60 Adrenalin XL Karten und zwei Limited Edition Cards. UVP 14,95. Ja. Und das Ganze kommt hier nach dem Intro. Ja, dann starten wir mal die mit der Tin hier. So, ich mache die erstmal hier aus der Folie. Dann sieht man die auch besser. So. Zack. Die Pocket Tin kam ja schon auf meinem Kanal. Jetzt kommt die Collector's Tin oder Big Tin. Wie man sie auch nennt. So, so sieht die von oben aus. Hier sieht man ein bisschen die Prägung. Also es ist reingestanzt worden hier, das Ganze. Wenn man hier drüber geht, kann man das fühlen. Hier FIFA 365 und hier Adrenalin und XL. So sieht dann von der Seite aus. So. Die Fußballer, die kennt man hier, glaube ich, nicht drauf. Hier ist die Unterseite. Ja. Und dann öffnen wir das gute Teil mal. So. Na. So. Das war aber laut. So, hier sind ja diesmal zwei Limis drin. Mal, jetzt wisst ihr ja schon, was drin ist, denke ich mal. Und dann sind hier noch. Haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Booster. So, das hier kann man rausnehmen. Dann kann man zum Beispiel seine doppelten Karten reinmachen. Oder wenn man zu seinen Freunden geht und zocken will, dann kann man die hier reinmachen. Und ja, dann kommt da nichts dran. So, dann schließen wir das gute Teil wieder. Das legen wir dann hier so hin. Zack. Dann zeige ich euch mal die Limis erst, weil ihr wisst ja sowieso, was drin ist, denke ich mal. Da haben wir einmal Isco als Limi und Ousmane Dembélé von Barcelona. Legen wir mal hier oben in die Ecke. So. Und dann widmen wir uns mal hier zu den Boostern. Also ich habe mir hier die Tin natürlich selber gekauft. Ich werde hier nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Also ich kaufe mir meine ganzen Sachen selbst. Also alles, was ich hier unboxe, das ist schon jede Menge an Kohle, was ich hier raushaue. Alles für euch. Also müsst ihr auch schön liken, liken, liken. Und dann da mir zu zeigen, dass euch meine Videos gefallen. So, hier hätten wir Basekarte, D'Ambrosio von Inter. Dann haben wir hier von Boca Juniors Paolo Golz. Hier hätten wir von Eindhoven Derek Lukassen. Dann haben wir von Schalke 04, Grüße gehen an Kolle, Benjamin Stamboli. Oh, ja, mit Thomas Müller als Fans Favorite. Sehr cool. 400 plus Spiele. Okay, der hat 400 plus Spiele für Bayern München gemacht. Das ist natürlich nice. Nur im Moment gefällt er mir nicht so. Und dann haben wir hier noch Defensive Rock Manuel Akanji von Dortmund. Richtig nice die Karte. Schön gestaltet. Machen wir mal hier unten drunter, unter Müller. So. So, wenn er mich fragt hier, was ich hier mit der Haut habe, das ist eine Krankheit. Deswegen habe ich nochmals immer lange Kleider an hier in den Videos, aber es ist im Moment ein bisschen zu warm. So.
kommen wir zum zweiten Booster. Vielleicht habe ich ja Glück und bekomme eine Rare. Also mir fehlen noch 6 Stück. So, schnell hier so. Ich hoffe, ihr habt nichts gesehen. Hier haben wir Base Augustin Rossi oder Augustin Rossi. Sammy Khedira von Juve. Hier hatten wir Leroy Sané, wie der Löwe immer sagt. Oh, hier ist noch einer. Jetzt habt ihr die andere gesehen. Naja, okay. Hier haben wir von Porto Yassine Brahimi. Ja. Dann haben wir Edison Cavani von Paris als Milestone-Karte. Nice. Und wir haben hier FIFA World Cup Heroes Subasic. Natürlich auch schöne Karten. Also die Serie ist sowieso Hammer, finde ich. Also ich möchte ja sehen, dass ich die schön voll bekomme. Aber ich habe hier schon so viel geöffnet. Hier liegt noch ein ganzer Stapel, den ich sortieren muss. Aber ich habe halt noch andere hier, wo ich unboxen muss. Da habe ich keine Zeit, um irgendwie. Und dann noch streamen und ja. Hier haben wir André von Gremio. André Apfelschürle, der ist ja leider nicht mehr in Dortmund. Hier haben wir Edwin Cardona von Boca Juniors. Hier haben wir Alan von Neapel. Ups. Hier haben wir Isco von Real Madrid. Und dann haben wir hier noch Carlos Tevez von Boca Juniors als Fans Favorite. So, weiter. Weiter im Text. Jawohl. Muss mir wieder alles wegräumen, den ganzen Müll hier. Ach, das ist immer eine Gemachs hier. So, hier haben wir Vecino von Inter Mailand. Dann haben wir Christian Pulisic. Lewandowski von den Bayern. Ups. Dann haben wir Sergio Oliveira von Porto. Hier haben wir das Gremio Club Badge. Und hier haben wir noch Club Country, Thiago und dann Thiago Silva und Dani Alves. Und Paris natürlich. Richtig nice. Ach, jetzt. So. Weiter geht's. Wir wollen das Video nicht künstlich in die Länge ziehen hier. Also Ende November habe ich Urlaub. Da werde ich meinen ersten 24er machen. Ich hoffe, ihr werdet dann alle da sein. Ich weiß, dass nachts die meisten Leute lieber schlafen, anstatt hier meinen Stream zu schauen. Hier haben wir Chile von Gremio. Wann ich den noch mache, weiß ich noch nicht genau. Hier haben wir Rossi Calderon von Neapel. Luis Adriano von jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ich komme nicht. Hier ist er nochmal. Ich komme nicht auf den Namen. C. Luis von dem gleichen Verein. Hier haben wir Maroni von Boca Juniors. Und hier haben wir Fans Favorite Gerard Piquet. Richtig nice. Meine Kamera seht ihr nicht, oder? Doch, hier ist er. Das Schwarze. So. Wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben genau die Hälfte jetzt schon. So. Weiter geht's. Den Müll auf die Seite.
Ach, ist das eine Dreherei und. Oh, nee. Doch, ich natürlich arbeite hier, ne? So, hier haben wir Naldo. Der Spieler gefällt ja Kolle gerne, so gerne. Von Schalke. Caramo von Inter. Hier haben wir wieder das. Wie heißt der Verein nochmal? Ich komme nie auf den Vereinsnamen. Aber egal. Hier haben wir Zobnin. Vielleicht komme ich ja noch drauf. Hier haben wir Luis Suarez. Hier haben wir FIFA World Cup Heroes John Stones. Und hier haben wir Impact Signing Salif Sané. So, noch vier Booster. Ja, heute Abend ist ja noch das Deutschlandspiel gegen Holland. Was ich aber nicht verfolgen werde. Deutschen interessieren mich im Moment gar nicht mehr. Also Kimmich interessiert mich natürlich, aber der Rest. Hier haben wir Fernando. Hier haben wir Pjanic von Juve. Hier haben wir McAllen von Boca Juniors. Dann haben wir Javi Martinez von Bayern. Dann haben wir hier Denis Klushakov. Hier steht es auch nicht drauf. Nee. Als Fans Ferret. Und dann haben wir Game Changer Sergio Aguero von Manchester City. Weiter geht's. Na. Der sträubt sich. So. Also bis jetzt haben wir noch kein Glück irgendwie mit einer Rare oder sowas. Ach, drehen, drehen, drehen. Hier ist nur eine Special Card drin. So, hier haben wir Augustin Rossi von Boca Juniors. Hier haben wir David Alaba von Bayern. Dann haben wir Chinchi Kagawa von Dortmund. Hier haben wir Leo Mura von Gremio. Dann haben wir hier Federico Bernardeschi von Juve. Und dann haben wir German Star Kevin Trapp von Paris. So, noch zwei Booster und dann hätten wir die Big Tin oder Collectors Tin, wie man sie nennt. Ups, das ist ein bisschen zu weit geflogen jetzt. Ui, ich glaube, die habe ich noch nicht. Oh, oh, oh. Zwar keine Rare, aber trotzdem was Cooles für mich. Hier haben wir Rabiot von Paris. Da haben wir Quincy Promes. José Sarr von Porto. Felipe Luis von Atletico Madrid. Dann haben wir hier Impact Signing Fabian Ruiz von Neapel. Und die hier habe ich noch nicht. Die Multiple. Mittelfeld Engine, Thiago, Martinez und Rodriguez. Richtig geil. Also Ben sagt ja immer, man soll hier, das wäre besser gewesen, hier auf den Spielern das Glitzern wegzulassen. Das finde ich auch. Also rundherum finde ich das in Ordnung, aber auf den Spielern finde ich das nicht so toll. So. Und der letzte Booster. So. Also keine Rare oder sowas. Schade, schade, schade. Wen haben wir denn hier? So, hier haben wir einen Schalker. Guido Burgstaller. Was habe ich hier gemacht? Das ist eine Special Card. Hier haben wir Andrea Ranocchia oder Ranocchia von Inter. Hier haben wir Kimmich. Der Kimmich. Dann haben wir Sofian Hani und
Hudepuff. Und die letzte Karte aus der Tin ist eine Fanskarte. Eine FC Porto, 28. portugiesischer Champion. Nicht schlecht. Ja. So, das hier sind die ganzen Special-Karten. Richtig nice. Also in so einer Big Tin ist echt wirklich viel drin. Das sind die ganzen Base-Karten. Dann haben wir die zwei Limis und die ganzen Special-Karten. Also da ist schon einiges drin hier. Also die lohnt sich schon. Ja. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ordentlich Daumen hoch. Euch muss man ja immer antreiben hier, um Daumen hoch zu geben. Ja, und falls du noch kein Abonnent bist und dir mein Kanal gefällt, lass kostenlos ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.